Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von PotionCraft hier auf Steel Games Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir werden diesen Tag jetzt hier an dieser Stelle natürlich wieder mit Schlafen beginnen, denn nichts ist schöner als ausgeschlafen einen Tag zu starten. Das ist mir schon lange nicht mehr gelungen. Naja, egal. Ein neuer Tag bricht an. Das Spiel wurde gespeichert. Wir gehen erstmal in unseren Garten und pflücken ein paar Blumen. Wir haben in der letzten Folge einen weiteren kleinen Erfolg dazu bekommen, indem wir nämlich vom Händler die extra Maschine bekommen haben. Wir haben in der letzten Folge auch das Kapitel 4 abgeschlossen. Lieblingsstufe, Stufe 8 haben wir erreicht mit einem Punkt. Das werden wir heute garantiert wieder erstmal einmal verkacken. Die Tränke sind teurer, Händler haben mehr Waren. Preissache ist größer und Aufschläge ist auch geringer. Und wenn dein Kunde abgeht, werden 4 Punkte abgezogen. Das heißt, ich verdiene 2. Und wenn ich einem Kunden sage, nee, habe ich nicht, werden mir 4 Punkte abgezogen. Das ist schon hart. Da müssen wir dran arbeiten. Wir haben hier auf der einen Seite schon alles vollgefüllt. Also hier unten müsste ja eigentlich dieses Salz rein. Ich habe eigentlich gar keine Ahnung. Moment. Wo ist es denn? Das hat keinen Pfad, ne? Nee, das ist einfach so da. So, das ist jetzt ein Rezeptbuch. Dann draufgeklickt. Ach, guck mal, ich kann das da auch wieder rausholen. Ah, das wusste ich gar nicht. Okay, also falls ich nochmal irgendwas anderes hier machen möchte. Das Rezept des Salz der Leere habe ich doch, ne? Dieses hier. Das heißt, falls ich das einmal machen möchte, da brauche ich auch so einen Stein. Soll ich auch das? Den Trank brauche ich ja auch nochmal. Dann muss ich mir nochmal so einen Stein machen. Das heißt, ich müsste hier die Tränke alle noch einmal machen. Ach du, ah ja, okay, gut, okay, okay. Das hatte ich schon befürchtet, dass ich da manche Sachen doppelt brauche. Na gut, okay. Also, wir haben einiges zu tun. Hauptsache, oder hauptsächlich müssen wir uns jetzt darum kümmern, dass wir wieder erstmal unsere Pflanzen gut aufgestockt kriegen. Also auch die etwas älteren hier unten. Das möchte ich jetzt erstmal erreichen, dass wir da einen großen oder einen besseren Grundstock haben, damit wir dann schneller die Kunden bedienen können. Beziehungsweise auch wesentlich andere Sachen auch machen können noch auf der Karte und dann halt eben solche Sondersachen mal machen können. So, er hat Steine für mich und hier hat er einen Wolkenkristall. Der ist natürlich sehr schön, der geht nach oben. Den nehmen wir mit. Und dann haben wir hier den Blutrubin, der 109 kostet, obwohl er im Angebot ist. Okay, den nehme ich einfach mal mit, weil das könnte ein Teil sein, was man wirklich mal gebrauchen kann oder so. Also es ist auf jeden Fall schweineteuer. Ich bin mir nicht sicher, ob quasi, wenn ich das immer reinmache, ob das denn da hoch gebeamt wird und scheißegal ist, ob da irgendwelche Knochen zwischen sind, ne? Das müsste man auch mal ausprobieren. Aber jetzt falsch mal erstmal mit dem Kameraden hier. Und da sieht man schon, das könnte ja auch schon wieder ein bisschen besser für mich laufen. Aber wir haben immerhin gut noch was bekommen. Und ja, tschüssi. So, ich muss unbemerkt in den Raum einbrechen. Ja, da verkacken wir es schon wieder. Aber okay, einen negativen am Tag kann ich ja mal machen. Die Punkte kriege ich wieder rausgeholt. Da müssen wir halt eben darüber reden, dass wir dann halt die Reputation ein bisschen runterfahren. Hast du eine Idee? Bloß knacken, nicht sprengen, zu laut. Womit kriegt man leise noch ein Schloss auf? Man kann es einfrieren, dann kann man es kaputt machen, würde ich sagen. Gucken wir mal, ob sie da... Nein. Säure? Ah, Säure ist das gewählte. Oder das auserwählte Material. Findet ihr diese Piercings hier oben am Augenbrauen? Die finde ich irgendwie hübsch. Na, egal. Komme ich gerade so drauf. So. Okay, das hat mich jetzt 20 gekostet, aber hat 400 eingebracht. Also das kriege ich hin. Ich brauche Feuerpfeile, um feindliche Gebäude aus der Ferne in Brand zu setzen. Ich habe auch nur normale Pfeile. Moment. Also du brauchst Feuerpfeile. Das heißt, du brauchst einen Trank, der dir Feuer macht. Diesen hier nimmst du gerne. Siehst du wohl. So. Oh, das war auch sehr gut. Unsere gesamte Ernte ist durch ein Feuer zerstört. Wenn wir unsere Felder nicht wieder instand setzen, steht uns eine Hungersnot bevor. Schnelles Wachstum klingt da. Also es klingt eher nach schnellem Wachstum. Aber könnte auch reiche Ernte sein. Ich mache mir noch eine reiche Ernte hinterher. Weiß gar nicht, dann geht mir der Hexenpilz dann aus, ne? Da habe ich relativ wenig von.
Sumpferig könnte ich auch relativ wenig haben. Bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Sumpferig, Dorupfrich habe ich noch hier. Aber der Hexenpilz, den muss ich unbedingt mal wieder nachholen. So, wir gucken mal. Was möchtest du denn gerne haben? Möchtest du... Ah ja. Marker. Eine dicke Flasche. So. Aufgeblasen. So, gut, dann nehmen wir die doch. Ich sag mal so, die reiche Ernte werde ich auch noch los. Da bin ich mir ganz sicher. Aber einmal daneben geklickt. So, jetzt kommt die junge Dame hier. Die zeigt mir natürlich auch nochmal schöne Waren. Oh ja, das ist günstig. Das nehme ich mit. Das ist günstig, nehme ich mit. Das ist günstig, nehme ich mit. Und das ist günstig, nehme ich mit. Da habe ich zwar jede Menge von dem ganzen Krempel. 41 davon. Das ist das Terraria. Ja, das zieht nach unten. Die habe ich. Da habe ich jetzt jede Menge eigentlich von. Die Windblume geht mir nicht aus. Dann habe ich über 100 davon. Naja, nee, dann brauche ich sie nicht. Oder? Sie ist gerade günstig, ne? Feuer habe ich auch noch genug. Die Wurzel dort. Ja, die nehme ich, die neuen. Die habe ich nämlich irgendwo eingesetzt in irgendeinem Trank. Und davon habe ich noch 11. Das ist mir zu teuer. Kann ich irgendwie die Hälfte mitnehmen davon? Ich würde sagen, wir kaufen uns. Ja, wir kaufen 20 Stück davon, kaufen wir trotzdem noch. So, verfeilschen wir das alles mal hier mit ihr. Oh, sehr gut. Oh, den Preis haben wir gut gedrückt. Sehr schön. So. Das hat auch hier wieder was gebracht. Geld abgezogen. Aber wir haben jede Menge Pflanzen jetzt, die so, also sagen wir mal doch, es ist schon ein interessanter Pool, den ich jetzt zusammen habe, auch an Pflanzen. Da müssen wir uns, glaube ich, jetzt nicht allzu viel. Ich habe vor kurzem verletzt eine Wunde Eiter. Ah, ei, ei. So, dann machen wir dir hier einen schönen Heiltrank. Bitteschön. Ich hoffe, es wird dir gut tun. Ah, da war einmal daneben geklickt. Schade. So, ich bin ein Jäger, aber meine Sehkraft lässt in letzter Zeit nach. Ich kann manches Mal nicht mehr sehen, wohin ich schieße. Kannst du mir in meinen Augen helfen? Okay. Ah, ich jetzt wenig Vertrauen, aber okay, was will ich machen, ne? Ich hätte ihren Trank der magischen Sicht, aber wenn ihn nicht falsch, ne? Sonst siehst du Dinge, die du nicht sehen wolltest. Guck deine Frau nicht so genau an danach. So. Ich wollte nachts in den Wald gehen, um Kräuter zu sammeln. Ich werde in der Dunkelheit nicht sehen können und werde meine Hände voller Kräuter haben, also kann ich keine Laterne tragen. Das ist ja auch eine magische Sicht. So, bitteschön. Das ist ja, manchmal haben aber auch besondere, also bestimmte Tränke richtig Konjunktur, ne? Also das muss man ja wirklich mal so sagen. So. Ich muss an einem Monster vorbei und kann es nicht umgehen. Daher muss ich fliegen. Eine Fliegerei. 4 kann ich davon machen. 1 kann ich davon machen. Okay, dann mache ich das hier erstmal. Dieses hier bitte schön. So, klick. Oh, daneben, klick daneben. Das war nicht so gut. Müssen wir mal gucken, ob ich das wieder in die richtige Richtung. Ja. So, ein Levelpunkt aufgestiegen. Also man kann auch in beide Richtungen. Man muss nur lange genug dieses Spiel spielen. Ich glaube, dann kommt man da hin. Ich weiß nicht, ob sie irgendwann ungeduldig werden. So, aber wir haben jetzt einen Talentpunkt. Der hilft mir ja wahnsinnig. Ja, lassen wir erstmal so. Gut, das haben wir auch durch. Wollen wir uns noch an einen Trank aus dieser Region halten? Wie sieht denn das aus? Unsichtbarkeit, Mana und Sprungfeder. Wo liegt denn das? Unsichtbarkeit, Mana und Sprungfeder. Muss das in der Reihenfolge? Ich habe das jetzt immer in der Reihenfolge gemacht, ne? Dann muss ich erst hier hoch zur Unsichtbarkeit. Dann muss ich zum Mana runter. Okay, da kriegen wir viel mit Wasser hin. Dann muss ich zur Sprungfeder nochmal hoch, ne? Probieren wir den Trank zu machen. Warum muss denn das jetzt nochmal? Achso, warte mal, das Rezept können wir da hier angucken, ne? Unsichtbarkeit, Mana, Sprungfeder. Ich probiere es einfach mal so rum, ne? Ich gehe Mana, Sprungfeder, Unsichtbarkeit und guck, ob es klappt. Ist ja eigentlich derselbe Trank, nur in einer anderen Reihenfolge. Naja, wir probieren es aus. So, also, wir müssen schräg nach oben weg. Das heißt, wir können erstmal nach oben.
So, schön nach oben. Zack, 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 zack. Oh, ich sehe die Blume, die geht mir aus. Oh. Das gefällt mir ja nicht so. Fingerpflanze habe ich noch 40 Mal. Okay, damit komme ich auch ein bisschen darüber. Ich muss sogar ein paar Bücher einnehmen bei hier. So, dann kann ich mit der hier nochmal. Dann rutsche ich dran vorbei. Habe ich noch etwas, was nach oben geht in die Richtung? Was geht in die Richtung? So, dann wollen wir mal rühren. Büromat, so. Ein bisschen Mana da reinmachen, dann müssen wir zur Sprungfeder hoch. So. 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 Wo ist das Schlingerpflänzchen? Da. Oh, schon wieder voller Risiko. So, dann brauche ich den Kameran hier. Oh, das geht so gar nicht. Dann muss er erstmal direkt rein. Und dann kann er nochmal zerstampft rein. Und dann sind wir da. Mal gucken, ob das so geht. Also, ich bin mir nicht sicher. Der Trank ist hier jetzt eigentlich andersrum. Aber wir stellen ihn mal fertig. Mal gucken, ob der richtig ist. Wenn wir den da reinkippen. Dann haben wir das nämlich auch mal ausprobiert. Testen müssen wir es. So, der muss da rein in den Kanister. Mein super doller Trank hier. Ja, ist richtig. Also es geht auch. Also man muss nur die Einzelteile richtig haben, nicht die richtige Reihenfolge. Also die Reihenfolge muss man nicht einhalten. Okay, das ist dann okay. So, so, dann haben wir nochmal Unsichtbarkeit und Sprungfeder zu je 2, ne? Aber ich habe relativ wenig von denen hier. Da muss ich unbedingt mehr kriegen wieder, das brauche ich. Kann mich mit der Schlingerpflanze ganz gut behelfen. Okay, also wenn die das nächste Mal angeboten wird, muss ich da auch unbedingt wieder mit einkaufen. Was haben wir noch im Rezept stehen? 3 Fliegen, Liebe, Blitz. Fliegen, Liebe, Blitz. Ja. Ich die, das könnte ich machen noch, ne? Da ist übrigens ein Übersetzungsfehler drin hier mit dem Trank. Der heißt im Englischen anders. Was ist denn, wenn ich hier drauf klicke? Was passiert denn eigentlich? Achso. Tja, machen wir die noch? Was ist das hier? Das ist magische Sicht, Dings und Mana. Das ist das, das und das. Nee, das. Da muss ich erst von den anderen Pflanzen mehr haben. Ja, dann machen wir den noch. Also, wir brauchen ein bisschen Blitz, wir brauchen ein bisschen Donner. Bisschen Blitz, bisschen Donner. So. Kommst mal da rein. Jetzt nehme ich mal eine Pflanze davon. So, da rein. Dann kommst du wieder für nach oben. Ups, komplett gemixt. So. Du für darüber. Nein, der. So, ein Blitz brauche ich wirklich bloß ein bisschen, ne? Blitz brauche ich bloß ein.
brauche ich nicht zwei von, ne? Oder? Obwohl, das kriege ich ja immer noch hin. Rezept gucken. Blitz brauche ich. Ein Blitz brauche ich. Okay. Ein Blitz brauche ich. So, dann gehen wir mal hoch. Rühren da mal ein bisschen dran herum, dass wir dann einen Blitz kriegen. So, schön. Ja, das Buch nehmen wir mit. Ein Blitz haben wir. So. Okay, so, jetzt müssen wir hier durch. Naja, da kommt wieder mein Problem mit dem da oben so durchgehen. Das ist die Frage, ne? Das müssen wir wirklich mal probieren. Wenn er jetzt nämlich einfach bis da durch, dann ist das ja kein Problem. Ne? Dann hat er ja keine Wirkung mehr. Knochen. Dann wären wir ja ruckzuck da, ne? Irgendwas muss das ja auf sich haben mit den Steinen. Vier Pflanzen und einen so einen Stein wegschmeißen. Wenn ich da jetzt probieren würde. Ja komm, wir müssen es rausfinden, ne? So, wir müssen es rausfinden. Okay. Dann haben die Knochen nichts mehr zu sagen. Das ist doch gut. Das ist doch gut, wenn man das weiß. So, dann gehen wir jetzt mal dahin. So. Und dann nehmen wir jetzt hier die Pflanze und dann müsste die uns eigentlich... Das müsste reichen, um eine Zweierkonzentration hinzukriegen. Hammer. So, Blitz. Zwei davon haben wir. Was brauchen wir noch? Wir brauchen jetzt noch zwei davon wieder, ne? Das heißt, wenn wir jetzt einen Stein haben, der uns da einfach mal auf die andere Seite beamt. Den Stein habe ich, ja, der reicht nicht ganz. Der reicht auch nicht ganz, da würden wir auch noch mit rauskommen, der will mal wieder unten sein. Komm, dann nehmen wir den. Schön cracken. So. Jetzt noch unten runter. Zack, da sind wir da. Dann nehmen wir hier den Kameraden mit und rein damit und dann nochmal den Kameraden mit und rein damit. Und dann nehmen wir nochmal den Kameraden. Obwohl, den kann ich dann direkt reinschmeißen. Da. So eine Zweierkonzentration wird das, glaube ich, hoffentlich ergeben, wenn ich da jetzt ziemlich mittig ankomme. Haben wir sie. So, lang fertigstellen. Gut, dann haben wir den noch auch. So, der muss hier hin. Wo muss der hin? Da muss der hin, in diesen Kolben. Alles klar. Hier haben wir unseren, da. In den Kolben muss der. Sieht aus auf dem Rezept. Richtig, sehr schön. Gut, dann haben wir das auch geschafft. Und dann müssen wir uns, ja, vorwiegend bei den Pflanzen muss ich mir mal wieder die Wasserblume besorgen. Da brauche ich jede Menge von. Und hier die anderen müssen wir, ja gut, wenn wir die jetzt so auf ein Level von 50 halten, ne, dass wir so von jeder Pflanze 50 im Garten haben oder sowas oder in unserem Reservoir haben, dann ist das auch ganz gut. Judy, das soll es erstmal gewesen sein für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.